Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile for Sark and Mistress. Hallo. So, wir haben ja das letzte Mal Merwell besiegt und heute, okay. Heute werden wir Akt 2 unsicher machen. So. Das können wir rauswerfen. Schauen wir mal an, was wir Neues tragen können. Ich will kurz schauen wegen den Runen. Das ist auch Anger. Wir könnten hier Elemental Damage. Nee. Ist nichts für uns. Keine roten Slots. Ja. Okay, schauen wir hier. Hier haben wir nichts. Das ist die gleiche Rüstung. Das hier ist Cold Damage, brauchen wir nicht. Jo. Haben eigentlich nichts Neues. Nö. Hier auch nicht. Okay, dann gehen wir weiter. In Akt 2, so südlicher Wald. Ah, und bald ist vielleicht Path of Exile auf Deutsch verfügbar. Das wäre cool. So, hier mache ich den hier. So. So, ich bin noch ein bisschen müde. Also wenn ich ein bisschen Probleme mit dem Reden habe. So, das Spielen sollte eigentlich gehen. Gut. Jetzt gehen wir weiter hier hoch. Expertise. So, 30 Dexterity ist es auch nicht. Chromatic Orb, okay. Von denen brauche ich eigentlich nicht so viel, aber nehme ich gerne mit. So, kommt, sterbt. Ihr Affen. Die haben recht viel Leben hier. Oder sind wir plötzlich wieder schwach geworden? Ja, mal ein bisschen Punkturen. Gut. Ring of Arrow können wir auch mitnehmen. So, dann du verblutest bitte. Und dir geht weg. So, wir brauchen langsam besseren Bogen. Wir machen recht wenig Damage langsam. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen einen holen gehen. Bei den anderen Charakteren habe ich die. Und ja. Dann schauen wir mal. Aber ja, Akt 2 ist halt nicht mehr so Kindergarten wie Akt 1. Also der Schwierigkeitsgrad steigt jetzt hoch rauf. Wenn wir noch nicht so viele Items haben und so, ist Akt 2 nicht gerade ein Spaziergang. Aber wir haben ja viele Items und gute. Also sollte es doch noch gehen. Ja. So, mal ein bisschen. Haben mich getroffen, ja. Gut. Weil die haben extrem viel Leben, vor allem mehr Ziel ist dann. So. Goldringe haben wir nirgends, gut. Gehen wir weiter. Ich möchte unbedingt die Onyx-Goldringe, deshalb möchte ich die weißen Goldringe haben. Damit wir sie dann hochstufen können. Einfach so.
Glücksspiel machen. So. Und jetzt sind wir in Akt 2 dann. Ja, jetzt. Da unten ist nichts mehr. Ein bisschen, ein paar Gegner. Okay. Wie viele Leben haben wir schon? 453, habe ich das richtig gesehen? 33, okay. So. I have seen many a Ihr gebt mir gerne mal bitte die Sachen. So. Da und da rein. Einen Bogen haben wir hier nicht. Dann holen wir gleich mal einen Bogen. Das möchten wir schon. So, Charakterauswahl. Die Bögen habe ich eigentlich auf French Harmonica. Mal schauen. So. Nicht hier? Okay. Hier. Nö. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Poison Monika könnte sein, aber das glaube ich nicht. Tja, wo haben wir die Bögen hingenommen? Ah, hier haben wir noch drei Vertragsranger. Die ist es, glaube ich. So. Ja, halt auch nicht so viel. Aber 21, ja. Den 21er Bogen nehme ich mal mit. So. Können dafür irgendwas anderes rausnehmen. Ja, das ist voll. Okay, schade. Den brauchen wir nicht in Kirche. Der ist zu hochlevelig. Jo. Also gehen wir wieder zurück. Nein, nicht Maximus Dragos Taster. So, Level 15. Wie haben wir gesagt? 19, okay. Müssen wir noch ein bisschen leveln. Ja, und den Bogen können wir erst ab Level 21 ausrüsten. Das ist sogar eine Level 20, okay. Aber das ist das gleiche. Ah, vielleicht wegen dem Game ist es Level 21 gewesen, ja. Okay, es ist der gleiche. Ich möchte jetzt oben durchgehen und nicht unten durch zuerst. Weil hier die Gegner einfach leicht zu besiegen sind. So, dann machen wir wieder an. Gut. So. Ja, ein bisschen mehr von Awakening erzählen. Also, wie ihr vielleicht wisst, ein neuer Akt, mehrere neue Fähigkeiten und das Geist ist der Ding, passive Tree. Hier kommen überall so kleine, zum Beispiel hier habe ich gesehen, Sockel und da kann man Edelsteine reintun und dann wird ein Kreis, eine Reichweite, wird dann umgewandelt in andere Slots, also in andere Slots und so. Richtig geil. Ja, ich hoffe, die Edelsteine bekommt man relativ früh. Wir müssen jetzt nicht starker sein am Anfang schon, aber ja, ich hoffe es jedenfalls. Und außerdem gibt es natürlich viel mehr Skills und ja, einfach vor allem mehr. Dann kann man zum Beispiel Incinerate und andere, wo man nur halten muss, kann man da nicht mehr halten. Da muss man immer wieder schießen mit Incinerate. Sonst ist leider noch nicht so viel bekannt. Es gibt bald eine russische Lokalisierung und Deutsche kommt wahrscheinlich gleich bald nach. Jo, also mit Awakening wird wahrscheinlich auch eine deutsche Version geben.
Und ich bin leider immer noch nicht in der Beta. Aber es ist jetzt nicht weniger schlimm. Oh, ein Alchemie-Orb. Du ein kleiner. Kleiner Golem. Okay, der andere beschwert die wahrscheinlich. Treffen ist Kunst, gell? So. Jetzt kann ich auf den Golem gehen. Der überhaupt keinen Damage bekommen hat. Wieso auch? Also jetzt werde ich ihn wissen. Barage. Ja. Das ist immer noch am effizientesten. Gegen Bosse. So. Die explodieren oder was? Explosiv Rumble. So, noch ein Alchemie-Ohr. Es ist cool, wie flüssig das läuft hier auf meinem PC. Weil die Engine hat gegen ältere PCs echt Mühe. Aber gegen neue nicht. Das ist gut. Also es kommt eben aufs System drauf an, wie gut Puff-Effekt sage. Ob das es bei mir jetzt auf diesem PC gut geht, das ist cool. Das mag ich. Ob die Engine ist schon relativ fortgeschritten, es sollte nicht mehr so viele Probleme geben. Ich freue mich auf Deutsch und auf den neuen Akt vor allem. Ich bin so einer, der mag nicht so gerne Englisch. Also schon gerne, aber ja, ich hatte es tausendmal lieber noch auf Deutsch. Wollen wir das machen? Ja, das machen wir. So, was müssen wir machen? Zwei korrupte Monster besiegen. Okay, mache ich. Wenn ich sie finde. Da ist er denn? Ah, hier ist ein Corruption. Die sind relativ zäh. Kommt mit, mal. Nein, kommt mit. Ja. Kommt mit, da muss ich weniger rennen. So. Und weiter, kommt mit. So. Mission erledigt. Yay. Man bekommt immer ein bisschen Erfahrung für die Leute über. Dann leveln sie hoch. Der ist jetzt momentan Level 4. Gut. Und dann geben sie uns mehr, also verkaufen uns bessere Items und haben Spezialdienste. Das sind so die Heralings, die wo man halt einfach anhören kann. Und die geben uns immer wieder Quests. So. Ah ja, in die Den wollte ich noch. Okay, dann mache ich später, okay? Weil die ist recht zäh. Da gibt es eigentlich nur zähe Monster drin fast. Dann tun wir hier lieber. Noch ein bisschen leveln. So. Abhauen. Dual Strike brauchen wir nicht. Wo ist das Portal? Das ist eigentlich immer in der Mitte in der Kreuzung. Aber die Kreuzung ist gar noch nicht aufgetreten. So. Ist da auch noch ein Gegner?
So, Level 16 sind wir dann, 17, 18, 19. Haben wir schon bald. Was ich möchte, ist die Banditen erst später herausfordern, weil wir sind jetzt noch zu schwach. Wir bräuchten mal einen guten Bogen. So. Bis auf Level 21 will ich nicht warten. Können wir vielleicht einen kaufen? Ein Mallet brauche ich nicht. Ich will kurz dann noch zum Boss. So, der Boss ist irgendwo hier. Da ist er. Das macht so wenig Damage, das bringt hier gar nicht. So. Ja, wir machen eindeutig jetzt zu wenig Damage. Da muss der Damage noch hochkommen. Aber durch das Feuerding haben wir schon ein bisschen mehr Damage jetzt. Immerhin. So, der Tempel. Chamber of Sins. The spirits are restless and angry here. I can feel it in my blood. Hier gibt's die Gift-Zombies, die nerven ein bisschen. Aber sind recht schwach. Ja, genau. Geh weg. So. Da sind die Zombies mit dem Gift. Einfach rausgehen, wenn ihr sie erledigt habt. Und im Normal sind sie auch nicht so stark. Ja, greift doch ein, alle an. Lasst sie bluten! Diese Feiglinge von Spinn. So. Nächster Raum ist nix. Okay. Ja, jetzt noch mehr Spinnen. Ah, macht dieses Spiel Spaß. Auch wenn wir jetzt noch nicht so stark sind, macht mir trotzdem Spaß. Auch wenn die Gegner ein bisschen nervig sind wegen der Leben, die sie haben. So. Wenn The Awakening rauskommt, werde ich wieder sehr glücklich sein. Oh, da macht jemand viel Schaden. Was? So viele Skelette plötzlich? Die sind gar nicht mehr so zäh. Oder die Gegner machen einfach absurd viel Schaden. Ah, sind das viele. Hier unten, gut. Da haben wir das geschafft, das nervige Gebiet. Jetzt kommen zwar zähere Gegner, aber nicht mehr so starke. Also nicht so nervige.
So, der Sinnlord muss ich irgendwie auspflücken. Schieße ich mal ein bisschen Blut. So. Gut. Oh, kommen noch mehr Spinnen von unten. Aber die sind leicht zu besiegen. So. Jo. Ah, hier ist ein Exil. Ach, komm schon. Ja, ich habe ihn getroffen. Sheet. Oh, oh. Der ist stark. Ach komm, hey. Mach jetzt. Ah, der ist zu stark. Hallo, was ist denn los? Hast du eine langsame Cast Speed? Blöde. Komm, wir schaffen ihn. Oder sie. Komm, ja, gut. Boah. Das ist eine fette Kuh gewesen. Das war nicht in meinem Plan. Die können gerne kommen, wenn ich Explosiv-Arrow habe. Aber nicht hier. Ich bin extrem schwach. Wieso bekomme ich so viel Schaden über? Nein, ich brauche dich nicht. Quest nervig von ihr, weil sie sehr viele Gegner beinhalten. Ach komm schon, sterb. So. Noch ein Level, gut. Was ist jetzt los? Sterbt doch endlich. Ah, wie viel Leben haben die? Ich werde irgendwie schwächer irgendwie. So, sehr schön. Jetzt machen wir mehr Damage. Also noch ein Level. Bis zum Ding Arrow. Hier haben wir noch Split Arrow. Könnte ich mal reinnehmen. Keine Bewegungsgeschwindigkeit. Hier, den könnte ich nehmen. So. Der ist nett. Die Handschuhe. So, was könnten wir noch machen? Wir könnten kurz dann zurückgehen. Vielleicht ist hier unten das Waypoint oder so. Schauen wir mal noch kurz hier ein bisschen. Ist ein recht langer Gang. Ah, hier geht's nach unten. Sollen wir direkt? Ich hole noch das Vapen, oder? Naja, zurück gehen wir jetzt nicht. Nehmen wir das anders mal, wenn wir dann stärker sind, können wir nochmals zurück das Vapen holen. Stimmt, dass es nur noch 5 Minuten ist? Genau. Schaut mal, wie der verpackt ist. Ja, die Server sind momentan wahrscheinlich nicht so gut.
Es gibt ein cooles Bild mit Spark, aber da braucht man sehr gute Items. Wir machen ein bisschen hinten ran. So ein Blutcharakter wäre sicher auch geil. Aha, hör auf zu spammen. Drecksnarr. Ach Gott. Jetzt fängt's dann an. Es fängt an, wild zu werden. Hallo, wie viel Spam? Oh, diese Totenbeschwerden manchmal. Toll, wir haben doppelt so viel zu machen, weil der alle beschwert hat wieder. Nervig. Wenn wir so viel wenig Damage machen, ist das wirklich nervig. Sode. Ja, toll. Wir sterben. Wir werden bald sterben, wenn es nicht aufhört. Der Boss hier wird richtig schwer sein. Okay, wir könnten ihn ausweichen. Das stimmt. Aber, ja. Gerade ist es momentan noch nervig. Komm bald Level up, bitte. Ich werde jetzt hier in der Ebene bleiben, bis wir Level up haben. Ja, noch einer. Oh Gott. So, lassen wir ihn ein bisschen laufen, dass er Damage bekommt. So. Lassen ihn wieder bluten. Ich hab gesagt, ihn. Ja, genau, beschwer noch mehr. Oh, elender Feigling. Jetzt werde ich langsam böse. Komm schon, guter Bogen, bitte. Ist bald zu Ende. So, schauen wir den Bogen an. Naja. Besser ist es schon. Wenig Physical Damage eigentlich. Wir könnten ihn ausprobieren, aber dafür müssen wir mehr Dinge. Also Burning Arrow werde ich rausnehmen. Den machen wir hier hin. Rain of Arrows. Mache ich Baracke hier. Und Split Shot. So. Ah, nicht hier. So. Split Arrow mache ich. Lightning Arrow raus. So. So wollte ich's. Gut. Eher wieder anmachen, damit wir mehr Damage machen. So. Und jetzt. Asche. So ist es angenehm. Ich meine, der Bogen macht wirklich zu wenig Damage. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso es so wenig Damage macht. Aber auch wegen der kleinen Grundschaden. Ah, das ist doch angenehm. So, jetzt machen wir Endspurt.
Ich mach hier aus, so. Sonst geht er weg ran. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.